Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Back-to-Basic-Video. Heute mal in einer etwas anderen Form, als ihr es von mir gewohnt seid. Denn ich möchte heute ein Thema besprechen, nachdem ich schon einige Mal auf Instagram gefragt wurde. Da heiße ich übrigens Sandras Westernhorst. Ich blende euch den Namen mal hier unten ein. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Das Thema wird nämlich sein heute, langsames Traben und langsames Galoppieren. Und das ist meiner Meinung nach ein Thema, wo man sich doch ein bisschen noch mit dem theoretischen Hintergrund beschäftigen sollte. Und kein Thema, was man mal eben so schnell abhandeln kann in einer kurzen Direktnachricht auf Instagram. Deswegen dachte ich mir, mache ich da ein Video drüber. Und da es ja doch ein etwas grundlegenderes Thema ist, dachte ich mir, passt die Reihe Back to Basic da ganz gut. Aber wie gesagt, da es etwas theoretischer meiner Meinung nach auch ist, habe ich jetzt diese Form gewählt. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Das Thema langsames Traben und langsames Galoppieren ist meiner Meinung nach ein Thema, für das es kein, ja, sag ich mal, Patentrezept gibt. Und das kein Thema ist, was man sagt, okay, machen wir jetzt mal einen Monat lang diese Übung und dann klappt das auf jeden Fall. Ich finde, für dieses Thema muss man etwas weiter noch zurückgreifen, sage ich jetzt einfach mal. Und sich auch noch ein bisschen mit der Theorie von Pferdeausbildung beschäftigen. Wer Pferde reitet, Pferde trainiert oder allgemein sich mit Pferdeausbildung beschäftigt, kommt nicht drum herum, sich mal mit der Ausbildungsskala des Westernpferdes, wenn man im Bereich Westernreiten unterwegs ist, zu beschäftigen. Ich blende euch mal hier eine kleine Grafik der FN ein. Diese Grafik entstammt dem Buch Die Westernreitlehre von Petra Roth-Leckebusch, die im FN-Verlag erschienen ist. Und sie zeigt die Aspekte, nach der quasi ein Pferd ausgebildet werden sollte. An allererster Stelle steht der Aspekt Takt. Dieser Aspekt ist auch maßgeblich ausschlaggebend, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, für das Thema, was wir heute besprechen, nämlich langsam traben und langsam galoppieren. Nur mal kurz drüber noch zu sprechen. Der Punkt 2 ist Punkt Losgelassenheit. Darauf folgt die Nachgiebigkeit. Als vierter Punkt die Aktivierung der Hinterhand. Als fünfter Punkt das Geraderichten. Und als übergeordnetes Ziel die absolute Durchlässigkeit. Gerade das Thema Takt ist im Westernreitsport immer wieder heiß diskutiert, gerade wenn man im Bereich der Pleasure unterwegs ist. Denn im Westernreiten sieht man schon viel langsames Reiten, wenn man jetzt nicht gerade im Bereich Ranchriding und Reining, Working Cowhorse und Cutting unterwegs ist. Und da fällt halt auch immer wieder der Begriff Taktunrein. Das ist ein großes Problem meiner Meinung nach, denn langsam reiten ist nicht gleich langsam reiten. Die drei Grundgangarten des Pferdes werden ja in unterschiedliche Takte eingeteilt. Man sagt, durch die Fußfolge im Schritt ist ein Viertakt vorgegeben, im Trab ist ein Zweitakt und im Galopp ein Dreitakt vorzufinden. Der Vier- und Zweitakt im Schritt und im Trab ist meistens nicht ganz so das Problem, aber spätestens im Galopp scheiden sich die Geister, ob gerade langsam gerittene Pferde einen klaren Dreitakt springen oder nicht. Abgesehen vom Galopp kann es sein, dass im Trab auch so ein bisschen Probleme im Zweitakt entstehen. Der ist aber diesen meistens einfacher zu beheben als ein problematischer Dreitakt im Galopp. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie erreite ich denn nun einen guten Takt mit meinem Pferd und das auch noch schön langsam und gesetzt? Meine Antwort darauf heißt erstmal vorwärts, vorwärts, vorwärts. Das klingt in erster Linie erstmal etwas verwirrend und widersprüchlich. Aber ich versuche euch jetzt zu erklären, warum es meiner Meinung nach das nicht ist. Wenn ich sage vorwärts, vorwärts, vorwärts reiten, heißt das nicht, dass ich mein Pferd wie eine gesenkte Sau über die Reitplätze und durch die Reithallen dieser Welt prügel und vorwärts jage, sondern vorwärts heißt für mich einfach, das Pferd muss dynamisch laufen, das Pferd sollte sich nicht festhalten und es sollte einfach einen schönen Raumgriff in jeder Gangart entwickeln. Dies ist wichtig, damit das Pferd, gerade wenn man im Bereich Jungpferde unterwegs ist, erstmal die Muskulatur entwickelt, um quasi diese Performance zu erbringen und einen Reiter durch die Gegend zu tragen. Zunächst einmal durch Vorwärtsreiten wird die Schubkraft der Hinterhand trainiert. Die Schubkraft der Hinterhand sitzt in der Muskulatur quasi neben der Schweifrübe, also quasi genau hinten am Popo. Die Muskulatur der Tragkraft sitzt jedoch oben auf der Kruppe. Und das ist die Muskulatur, die deutlich schwieriger anzusprechen ist im Training und auch meist etwas länger braucht, um sich adäquat zu entwickeln. Wenn man nun viel vorwärts geritten ist und merkt, das Pferd ist schön locker, es läuft einen klaren
Viertakt im Schritt, einen klaren Zweitakt im Trab und einen klaren Dreitakt im Galopp, was für die Pferde deutlich einfacher mit etwas höherem Grundtempo ist, kann man anfangen, versammelnde Übungen ins Training einzubauen. Ich kann euch leider jetzt keine Angabe geben, wie lange muss ich mein Pferd vorwärts reiten, wie lange muss ich jetzt traben vorwärts, wie lange muss ich vorwärts galoppieren. Das ist nämlich maßgeblich auch davon abhängig, wie euer Pferd gebaut ist. Es gibt Pferde, denen fällt es deutlich leichter, einen klaren Takt zu halten, und es gibt Pferde, denen fällt es deutlich schwerer. Wenn ich jetzt meine Pferde betrachte und den Beethoven als Beispiel anbringe, dem ist es unheimlich schwer gefallen, einen klaren Galopp-Dreitakt zu springen, und tut es auch immer noch, wenn das Tempo zu gering wird. Das heißt, mit Beethoven musste ich viel länger trainieren, um ein langsameres und gesetzteres Tempo reiten zu können, während er taktrein läuft, als jetzt zum Beispiel beim Foxy. Viele Westernpferde sind durch die Winkelung ihrer Schulter und die Winkelung ihrer Hüfte einfach dazu prädestiniert, sich mehr zu setzen, mehr Last auf die Hinterhand aufzunehmen. Versammeln möchte ich jetzt nicht sagen, weil Versammeln ist eigentlich ein wirklich festgesetzter Begriff, was Versammlung heißt, gerade im klassischen Bereich. Deswegen möchte ich das jetzt nicht Versammlung nennen, aber einfach gesetzter zu galoppieren fällt vielen Westernpferderassen, die einfach von ihrer anatomischen Bauart deutlich bevorteilt sind, sage ich jetzt mal. Deswegen ging es beim Foxy deutlich schneller, dass er gesetzter langsam laufen kann, aber dennoch Takt reinläuft. Versammelnde Übungen, die die Tragkraft schulen, sind zum Beispiel Übergänge, sowohl zwischen den Gangarten, also vom Schritt in den Trab, von Trab in den Galopp, vom Schritt in Galopp oder umgekehrt, halt von den schnelleren Gangarten in die langsamen Gangarten, aber auch Übergänge in den einzelnen Gangarten. Das heißt, wenn ich mein Pferd reite, kann ich mal, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel normal trabe, in einem mittleren Tempo, schicke ich ihn einfach ein paar Schritte mal in einen Extended. Also das heißt, ich verlängere die Schrittlänge, ich erhöhe das Grundtempo auch etwas und dann fange ich das Pferd vom Tempo wieder ab und reite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte mal in einem langsameren Grundtempo. Durch diesen Wechsel spreche ich auch immer wieder unterschiedliche Muskeln an und so kann ich meinem Pferd helfen, sich in unterschiedlichen Tempi wohlzufühlen und den Trag zu halten. Neben den Übergängen finde ich Wendungen aller Art super. Da muss man natürlich aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel trabe und dann eine Kehrtwende reite, also eine Kehrtwolte, dass dann auch wirklich der Takt beibehalten wird. Gerade bei faulen Pferden wie beim Foxy muss ich in so einer Wendung dann halt auch etwas mehr nachtreiben, damit er wirklich aktiv seine Füße benutzt, seine Beine setzt und wirklich diesen Zweitakt hält. Was super auch ist, um den Takt zu schulen und damit die Möglichkeit einer guten, ruhigen, langsamen Gangart zu erarbeiten, sind Stangen. Stangen zwingen die Pferde quasi dazu, ihren Takt zu halten, weil sie sonst anfangen zu stolpern. Je nachdem, wie ich die Stangen hinlege, kann ich den Takt beeinflussen. Wähle ich einen größeren Abstand, brauche ich einen etwas raumgreifenderen Gang. Wenn ich die Abstände etwas kleiner wähle, dementsprechend einen etwas kürzeren Gang. Neben den Übungen auf dem Reitplatz oder der Reithalle finde ich Ausreiten ganz, ganz, ganz wichtig, um Pferde umfassend trainieren zu können und auch um Trag- und Schubkraft für langsame Gangarten zu entwickeln. Wenn Pferde im Gelände geritten werden, müssen die sich ganz viel anpassen auf unterschiedliche Untergründe. Dann geht es mal bergauf, bergab, mal ein bisschen schräg oder auch ein bisschen durch Unterholz, sage ich jetzt mal, wenn man mal einen Weg hat, wo ein paar Wurzeln sind oder ein paar Äste liegen, wo sie ihre Füße setzen müssen. Das hilft unheimlich gut, um den Pferden ein bisschen zu helfen, dass sie sich ihrer vier Füße bewusst sind. Häufig sieht man, wenn man die Pferde zu früh, zu langsam reitet, dass sie anfangen zu schlurfen oder zu stolpern, weil sie einfach nur durch häufig deutliche Zügelhilfen nach hinten gezogen werden, um Tempo rauszunehmen und dann einfach gar nicht mehr aktiv laufen, weil ich möchte einen langsamen Trab zum Beispiel, der trotzdem aktiv gelaufen wird. Er soll dadurch langsamer werden, dass das Pferd im generell einfach die Beine langsamer bewegt und nicht, indem es einfach nur kürzer wird oder sich einfach nur festhält. Weil das ist auf die Dauer definitiv nicht gesund, wenn ein Pferd immer nur mit zusammengezogener Muskulatur läuft und nie seinen Bewegungsradius quasi ausschöpfen darf. Nach dem ganzen theoretischen Gequatsche möchte ich euch nun ein bisschen bildlich verdeutlichen, was ich mit meinen Ausführungen quasi gemeint habe. Dazu blende ich euch gleich ein Video ein vom Foxy, das ihn dreijährig zeigt,
zu dem Zeitpunkt war er ungefähr so einen Monat unterm Sattel. Das heißt, er war noch sehr, sehr am Anfang seiner Ausbildung, eigentlich noch komplett am Anfang. Das heißt, wir haben uns definitiv auf dem Standpunkt der ersten Stufe der Ausbildungsskala, dem Takt, befunden. Das Video ist halt jetzt schon ein paar Jahre alt. Das Video ist von 2012, also 8 Jahre. Also ist die Videoqualität ziemlich bescheiden. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich blende euch jetzt mal dieses Video ein. In dem Video seht ihr mich hauptsächlich leicht traben, da der Foxy am Anfang sehr unausbalanciert war, was ganz normal ist für ein 3-jähriges Pferd, und er aber doch noch relativ viel Schwung hat, was man hier auch ganz gut sehen kann. Deswegen war Aussitzen nicht so ganz so einfach am Anfang. Deswegen stand bei ihm auch im Vordergrund erstmal Leichttraben vorwärts, dass er da diesen klaren Zweitakt kriegt. Ihr seht, er ist nicht wirklich viel bemuskelt, weil er gerade mal ein 3-jähriges Pferd, was gerade gestartet war, unterm Sattel ist. Hier auf dem Video bin ich ihn, glaube ich, mit Zeitpol geritten, zum allerersten Mal. Genau, und hier sieht man einfach, durch das Leichttraben kann ich ihm den Takt ganz gut vorgeben. Und da ist es halt auch jetzt noch nicht das Ziel, dass er langsam läuft. Man sieht, dass er selber von sich aus gerne etwas langsamer anbieten würde. Aber das habe ich dann versucht, ihm nicht durchgehen zu lassen, sondern ihn schön vorwärts zu schicken, damit er eben die besagte Muskulatur, die ich eben angesprochen habe, beansprucht. Jetzt wird es ein bisschen langsamer, und da sieht man schon, dass er ein bisschen anfängt zu schwimmen, so ein bisschen mit der Schulter. Da sieht man jetzt ganz deutlich, wenn ich ihn zu langsam schon reite, da wird er ein bisschen schwammig und hat nicht mehr den schönen Zweitakt, den er vorher hatte. So, nachdem ihr das Video gesehen habt, möchte ich jetzt weiter vorgehen mit einem Video, was den Foxy zeigt, ungefähr 2 Monate später. Das heißt, er wurde schon deutlich häufiger geritten. Wir haben uns schon ein bisschen weiterentwickelt. Die Muskulatur wurde von ihm schon ein bisschen beansprucht. Die hat sich schon ganz gut entwickelt. Und deswegen, wir befinden uns immer noch so, ja, würde ich mal sagen, so Punkt 2, Punkt 3 der Ausbildungsskala. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Für den direkten Vergleich ist das Video jetzt ein bisschen schwierig, weil in dem Video werdet ihr jetzt hauptsächlich Galopp sehen, in dem anderen war es ja der Trab. Aber auch hier sieht man, dass ich erstmal daran arbeite mit dem Foxy, dass er einen ordentlichen Dreitakt springt. Wie gesagt, er ist da 3-jährig, ja 3,5 ungefähr, und ungefähr 3 Monate unterm Sattel. Der hat schon gelernt nachzugeben, aber dennoch kommt der Kopf immer noch hoch. Und hier seht ihr, dass ich ihn vorne kaum aufnehme, jetzt etwas zum Lenken und für den Übergang. Da seht ihr auch direkt, da hat er schon etwas mehr Kraft als in dem ersten Video im Trab, aber dennoch ist es mir da wichtig, dass er vorwärts läuft. Genau. Ihr seht, dass er eher der Typ Pferd ist, der langsamer läuft. Da muss ich ihn jetzt dazu dann doch animieren, etwas fleißiger zu werden. Aber auch hier seht ihr, dass er ganz deutlich den Dreitakt durchspringt, was mir ganz, ganz wichtig war, dass er sich da nicht irgendwas Blödes aneignet. Und da merkt ihr auch, wenn er seinen Dreitakt läuft, wird er locker und dann lässt er auch den Hals von alleine fallen, ohne dass ich viel machen muss. Genau, so sah unsere Jungpferdearbeit aus. So, nachdem ihr nun die beiden Videos gesehen habt, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass die Ausbildungsskala, wenn man eine Stufe erreicht hat, natürlich keine Leiter ist, die nur in eine Richtung geht. Auch für ein, sage ich mal, gut ausgebildetes, erwachsenes Pferd ist es immer wichtig, meiner Meinung nach, jede Übung neu von der Ausbildungsskala zu beginnen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Travers mit dem Foxy reite, muss ich immer wieder anfangen. Wenn ich zum Beispiel einen Travers im Trab reite, einen guten Trabtakt, der wird dann gehalten, dann wird er nachgiebig gemacht und dann geht es ins Travers. Und wenn der Takt verloren geht, muss ich natürlich immer wieder anfangen, dass ich mir erstmal den Takt einstelle und darauf baut dann alles auf. Also diese Ausbildungsskala ist jetzt kein Checkheft, was ich abhaken kann und sage, okay, wenn ich einmal diesen Punkt erreicht habe, muss ich da nie wieder Rücksicht drauf nehmen. Sondern das ist immer eine Sache, gerade bei neuen Übungen,
die ich im Hinterkopf haben sollte, wie ich mir meine neuen Übungen erarbeite. Nachdem ihr die Videos vom dreijährigen Baby Foxy gesehen habt, möchte ich euch jetzt nochmal ein paar Videos von letztem Jahr zeigen und dazu etwas sagen. Ich blende euch mal hier das Video ein. Hier seht ihr mich auf der Rheinlandmeisterschaft letztes Jahr, wie ich für die Pleasure abgeritten bin. Da reite ich ziemlich entspannt und ziemlich locker. Der Foxy läuft relativ langsam. Im Trab sieht das Ganze noch ganz gut aus. Da muss ich allerdings auch aufpassen, dass er wirklich klar die diagonalen Beinpaare wirklich gleichzeitig setzt und da keinen Verzug reinkriegt. Da neigt er leider manchmal dazu, weil er sehr langsam die Hinterhand bewegt, aber manchmal mit der Vorderhand minimal schneller ist. Und da könnte man sich so manchmal so ein bisschen... Ja, könnte man manchmal meinen, dass es dann nicht mehr ganz so dieser deutliche Zweitakt ist, der Trab nun mal sein sollte. Da muss ich halt immer wieder drauf achten. Deswegen sage ich euch auch, ein Pferd, was in einem höheren Ausbildungsstand ist, immer wieder back to the roots, back to basic. Daher auch der Name dieser Videoreihe. Denn es können sich immer wieder Fehler einschleichen. Hier der Galopp gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Denn da ist der Dreitakt doch etwas... in Mitleidenschaft gezogen. Also es kann er besser. Dazu blende ich euch jetzt mal hier ein Video von dem Training aus dem letzten Herbst ein. Hier sieht man wirklich, wie er super schön den Dreitakt springt. Da hat er ein etwas höheres Grundtempo und man sieht auch etwas deutlich mehr Körperspannung. Ich habe ihm im Genick etwas höher geritten, damit ich die Schulter etwas anheben kann, damit es ihm noch leichter fällt, unter den Schwerpunkt zu treten mit der Hinterhand. Da ist der Dreitakt deutlich schöner zu sehen. Und dann zeige ich euch jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt von der Rheinlandmeisterschaft 2019, wie ich ihn für den Trail abreite. Hier seht ihr, im Trab hat er deutlich mehr Körperspannung und deutlich mehr Energie. Er ist jetzt nicht viel schneller, aber die Beine bewegen sich einfach aktiver. So kann man halt auch einen leichten Unterschied sehen, wie man Pferde unterschiedlich reiten kann, je nachdem auch, was man für eine Prüfung reitet. Klar, in der Pleasure sollen die Pferde natürlich auch eine Körperspannung haben, aber es ist deutlich einfacher für sie, auch wenn sie etwas weniger Körperspannung haben, geradeaus zu laufen, als wenn ich jetzt in einem Trail reite, wo ich enge Wendungen habe, wo die Pferde aktiv ihre Beine heben müssen, um über Trab oder Galopp oder Schrittstangen zu kommen. Und das sollte meiner Meinung nach auch das Ziel der Ausbildung sein, dass ich mein Pferd in unterschiedlichen Körperspannungen, in unterschiedlichen Tempi und einfach angepasst an die Herausforderungen, die man sich stellt, reiten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch jetzt hier oben nochmal die Back to Basic Playlist mit allen Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Und hier auf dem kleinen Button könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!